Denn haben wir es heute und begrüßen Sie herzlich zu diesem Thema. Aus aller Welt kommen Menschen momentan nach Deutschland. Aus Syrien und dem Irak und auch aus dem Balkan. In dieser Situation schlägt die SPD nun neuerlich ein Einwanderungsgesetz vor. Wenn es nach ihr ginge, dann sammeln junge, hochmotivierte Ausländer künftig Punkte. Punkte für gute Ausbildung, für gute Deutschkenntnisse und kommen so viel leichter zu uns, um uns aus Fachkräftemangel und der Demokratiefalle herauszuhelfen. Aber was ist mit den Menschen, die schon da sind? Was ist mit den 100.000 Flüchtlingen und Asylbewerbern und Armutsmigranten, die auf unsere Unterstützung rechnen? Wenn unser Land diese Menschen unterbringen und vielleicht auch in den Arbeitsmarkt eingliedern will, hat es dann nicht erst einmal genug zu tun? Und kann man manchen Deutschen die Angst vor Zuwanderern nehmen, indem man deren Nützlichkeit errechnet? Das fragen wir uns und diese Gäste. Thomas Oppermann. Der SPD-Fraktionsvorsitzende fordert ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen offen reden, welchen Nutzen Zuwanderung für uns hat. Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident Thüringens lehnt Nützlichkeitsdebatten ab. Es geht darum, Flüchtlinge und Asylbewerber besser zu integrieren. Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär, behauptet, ein Einwanderungsgesetz in Deutschland ist so überflüssig wie zusätzlicher Sand in der Sahara. Peter Kilian Rausch, der Betreiber eines Flüchtlingsheims in Bautzen, beklagt, selbst um anerkannte Asylbewerber kümmern wir uns nicht. Vera Lengsfeld, die ehemalige Bürgerrechtlerin, sagt, Pegida hat gezeigt, dass es Probleme gibt. Die Politik muss sich kümmern und nicht die Demonstranten beschimpfen. Und Özlem Topçu, die Zeitjournalistin, findet, den Hass auf andere, das haben Pegida und Islamisten gemeinsam. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie noch mal herzlich in dieser Runde. Herr Oppermann, erste Frage heute Abend geht an Sie. Im letzten Jahr sind 500.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Insgesamt 1,3 Millionen Migranten, 800.000 haben das Land wieder verlassen. Also summa summarum 500.000 Menschen. Und Sie diskutieren über ein Einwanderungsgesetz und möchten mehr Fachkräfte nach Deutschland locken. Sollten wir uns nicht erst mal um die kümmern, die schon da sind und auf sehr viel Chaos und Ablenkung stoßen? Absolut. Die 430.000, die im letzten Jahr gekommen sind, die kamen überwiegend aus Europa, aus unseren europäischen Nachbarländern. Die waren übrigens meistens gut ausgebildet, die haben schnell Arbeit gefunden. Die haben dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaft im Augenblick sehr gut läuft. Warum wollen Sie ein neues Einwanderungsgesetz? Ich will eine Debatte über Einwanderung und über ein Einwanderungsgesetz, weil ich glaube, nach den Pegida-Demonstrationen und den vielen unterschwelligen Ängsten, die transportiert worden sind gegen Einwanderer und gegen Flüchtlinge, brauchen wir eine offene Debatte in Deutschland. Wir müssen klar machen, welchen Sinn Einwanderung hat, warum wir Einwanderung brauchen für die Sicherung unserer Sozialsysteme, für unsere Wirtschaft. Aber wir brauchen sie eben auch als Bürger, als Menschen, die hierher kommen, ihre Familien mitbringen. Wir sind eine schrumpfende Gesellschaft. Wir verlieren, wenn gar keine Einwanderer kommen, bis 2060 20 Millionen Menschen. Dann ist Deutschland völlig anders. Ich möchte, dass dies ein starkes Land bleibt, ein offenes, tolerantes Land, das qualifizierte Einwanderer willkommen heißt und Flüchtlinge nicht fragt, was kannst du, sondern wie viel Schutz brauchst du. Wir müssen Flüchtlinge aus humanitären Gründen in Deutschland aufnehmen und ihnen auch schnell eine Möglichkeit geben, wenn sie dauerhaft hier bleiben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Aber darüber hinaus ist es legitim, neben den vielen Einwanderern aus der EU auch aus Drittstaaten, um qualifizierte junge Leute zu werben, die in Deutschland arbeiten wollen, die hier ihr Glück machen wollen. Wir brauchen sie und wir sollten sie willkommen heißen. Herr Scheuer, Sie sitzen mit eben jedem Thomas Oppermann und der SPD in einer großen Koalition und Sie sagen, Deutschland braucht alles, nur kein Einwanderungsland. Warum? Einwanderungsgesetz, Entschuldigung, warum? Wir haben ein funktionierendes System aus drei Bereichen. Ein Asylrecht, wo wir natürlich auch unserer humanitären Verantwortung nachkommen, um die Verfolgten, Vergewaltigten, Ausgebombten bei uns aufzunehmen. Natürlich in der angespannten Situation der vielen Krisenherde auf der Welt. Das zweite ist die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo wir
bei allen europäischen Nachbarn sehen, dass wir einen positiven Saldo der Zuwanderung nach Deutschland haben, auch mit gut ausgebildeten, sehr gut ausgebildeten und wo auch jeder Europäer bei uns in Deutschland eine gute Chance hat. Und das Dritte ist die europäische Blue Card, gerade für die Hochqualifizierten. Und wenn Sie die Zahlen der Einwanderung und der Auswanderung sehen, dann habe ich an der Stelle schon auch das Bedürfnis, die Auswanderer, die 800.000 Auswanderer auch nochmal zum Thema zu machen. Zum Teil sehr hochqualifizierte deutsche Mitbürger, um die wir uns stärker kümmern müssen, weil da sind sehr viele Mediziner, Ingenieure, IT-Spezialisten dabei. Da sollten wir gemeinsam auch in einer großen Koalition drüber reden. Die Deutschland tatsächlich verlassen, ja, stimmt. Die verlassen vor allem in die Schweiz, nach Österreich, also ins benachbarte Ausland, wo wir auch mal wieder diskutieren sollten, wie wir mit den Gründern umgehen. Haben wir zu starke Barrieren für die Start-up-Szene, für die neuen Unternehmer, die uns vielleicht auch in Zukunft was nutzen können oder die in Deutschland als Deutsche auch weiterhin ihre Heimat auf einem kraftvollen Wirtschaftssektor haben sollten. Und deswegen mit der CSU wird es kein Einwanderungsgesetz geben, weil es überflüssig ist, weil das jetzige System funktioniert. Und wir diskutieren ja gerade auch Verbesserungen beim Bleiberecht und bei den Aufenthaltsbedingungen. Sagt die CSU, die Große Koalition diskutiert das tatsächlich gerade. Und wer da was eigentlich möchte, ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Sie hat ihre Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen, Herr Scheuer. Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU, will ein Einwanderungsland. Was passiert eigentlich, wenn die Kanzlerin es plötzlich auch will? Ja, wir sind ja drei eigenständige Parteien in einer Koalition. Mit unserer Schwester CDU verbindet uns sehr, sehr viel. Aber wir als CSU sind da einer Meinung mit dem zuständigen Fachminister de Maizière, der auch im Einspieler sehr, sehr deutlich gemacht hat, als Fachminister, dass es nicht notwendig ist, ein Einwanderungsgesetz ins Leben zu rufen, weil wir genug funktionierende Systeme haben. Und im Übrigen auch mit dem Chef der Bundestagsfraktion aus CDU und CSU. Und deswegen nehmen wir die politische Debatte auf. Aber ich glaube, wir haben auch gute Gründe zu sagen, mit uns gibt es kein Einwanderungsgesetz. Und hat dieses Gesetz irgendwie tatsächlich das Zeug für Krach in dieser großen Koalition zu sorgen? Ich weiß nicht. Der Oppermann braucht ja auch erst einmal 2,5 Seiten zu seiner Herleitung in seinem SPD-Papier, wo man sehr, sehr viel teilen kann von der Situationsbeschreibung. Und seine Entdeckungsreise nach Kanada hat er dazu geführt, dass er da ein Positionspapier erarbeitet. Ich sage aber, weil das Beispiel Kanada immer wieder zum Thema gemacht wird, historisch und auch von der geografischen Lage ist Kanada nicht mit dem europäischen Raum zu vergleichen. Wir haben als Deutschland in der Mittellage Europas eine Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass die Sozialdemokraten so ein sehr, sehr hartes Asylrecht und ein abweisendes Asylrecht schon an den Grenzen von Kanada übernehmen wollen, sondern wir nehmen unsere humanitäre Verantwortung war, indem wir sehr, sehr viele Flüchtlinge aufnehmen. Das ist eine andere historische Verantwortung, die Deutschland mitbringt. Im Übrigen so viele Flüchtlinge wie 23 andere EU-Staaten zusammen, so viel humanitäre Verantwortung nehmen wir mit. Aber das führt auch zu Problemen dann in der Umsetzung. Klar, da müssen wir über Qualifizierungen reden und vieles mehr. Da werden wir heute ja noch drüber diskutieren. Aber das ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Kanada oder Australien kann man nicht mit der Europäischen Union oder Deutschland vergleichen. Aber er hat eine schöne Auslandsreise gemacht. Dazu wird er auch gleich noch was sagen. Das, liebe Zuschauer, war ein kurzer Blick auf die Regierungsbank. Und wir wechseln mal nur geografisch auf die linke Seite. Özlem Topçu arbeitet bei der Zeit als Journalistin. Sie haben sich, Frau Topçu, auch ohnehin viel mit Migrationsfragen beschäftigt. Wenn Sie diese aktuelle Debatte verfolgen, haben Sie das Gefühl, dass man mit einem Gesetz dieses Land, Deutschland, wirklich attraktiver machen kann? Naja, ich glaube, dass Deutschland schon viel attraktiver ist, als wir uns das manchmal so klar machen. Im Moment ist Deutschland das zweitbeliebteste Einwanderungsland nach den USA. Also wir sind eigentlich schon sehr, sehr attraktiv. Wenn ich Herrn Oppermann richtig verstehe, ist es so, dass er natürlich auch weiß, dass die Regelungen schon vorhanden sind für EU-Bürger. Die haben eine Freizügigkeit, die dürfen kommen und hier arbeiten. Für Flüchtlinge und Asylbewerber gelten ganz andere Kriterien. Die fallen auch nicht unter diese Debatte. Wenn ich Sie so verstehe, dass Sie das gerne haben möchten, dieses Gesetz, oder wir jetzt darüber sprechen, als sozusagen ein Bekenntnis dazu,
dass wir ein Einwanderungsland sind, was wir ja schon lange sind. Und jetzt machen wir noch, bündeln wir unsere ganzen Regeln, die wir eh schon haben, schreiben Einwanderungsgesetze drüber, dann finde ich, könnte das schon ein ganz gutes Instrument sein. Mhm. Aber ansonsten ist mir im Moment noch ein bisschen schleierhaft, wie wir Zuwanderer, Arbeitskräfte aus Drittstaaten bekommen wollen mit einer zusätzlichen Hürde, sozusagen dieses Punktesystem. Bis jetzt ist es ja so, die Leute aus Drittstaaten müssen einen Arbeitsvertrag schon in der Tasche haben. Dann sagen wir, ihr könnt kommen. Und wenn wir jetzt noch sagen, ja, Arbeitsvertrag, aber zusätzlich bitte noch so und so viele Punkte, und die kommen eh schon nicht, und wir fragen uns, warum kommen die eigentlich nicht, dann weiß ich nicht, wie so ein Punktesystem zusätzlich uns helfen soll. Und los geht's. Wie soll es zusätzlich helfen? Also ich bin erstmal für ein Einwanderungsgesetz, weil das ein starkes Signal wäre an junge Menschen, die Interesse haben, nach Deutschland zu kommen. Das fehlt im Augenblick. Aber, Herr Oppermann, die sollen zusätzlich kommen, nur dass wir das richtig verstehen. Richtig. Wir haben diese drei Systeme und Sie möchten eins draufsetzen und zusätzlich sagen, zu dem, was wir an Zuwanderung in Deutschland schon ermöglichen. Richtig, aber über dieses System, über dieses System kommen natürlich nur dann Leute, wenn nicht genügend junge Leute oder Arbeitnehmer aus unseren europäischen Nachbarländern kommen. Im Augenblick haben wir einen Wanderungsgewinn von 430.000. Das heißt, wir bräuchten im Augenblick keine zusätzliche Einwanderung aus Drittstaaten. Aber das kann sich schnell ändern. Mhm. 70% der Leute, die aus Europa zu uns kommen, kommen ausschließlich wegen der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse in ihren Heimatländern. Mhm. Wenn sich die bessern, dann werden viele von denen wieder zurückgehen. Sie haben ja von den Leuten gesprochen, die auch wieder auswandern. Auch Einwanderer können wieder auswandern, nicht nur Deutsche. Und es werden dann auch nicht mehr so viele kommen. Und für diese Zeit müssen wir uns vorbereiten. Denn in den nächsten 10 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Das sind 6 bis 7 Millionen Erwerbstätige, argumentieren die wir verlieren. Genau. Sie argumentieren mit der Demografie. Und trotzdem haben wir momentan, Vera Lengsfeld, ja eine besondere Situation in Deutschland. Es kommen wahnsinnig viele Flüchtlinge. Es kommen auch Armutsmigranten. Wir haben übervolle Asylbewerberheime. Wir bringen die Menschen in Praktikerbaumärkten unter und anderswo auch. Ist es schlau, in dieser Situation über ein Einwanderungsgesetz zu reden? Und wären Sie dafür? Also ich bin schon lange dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen. Als Bundestagsgruppe Bündnis 90 Grüne haben wir, glaube ich, 92 oder 93 schon ein Einwanderungsgesetz in den Bundestag eingebracht. Damals sind wir für verrückt erklärt worden und wir hätten keine Ahnung und so weiter. Deutschland ist kein Einwanderungsland, es wird nie eins werden. Jetzt sind wir das verbal, aber wir haben immer noch keine ordentliche gesetzliche Regelung dafür. Aber vor allen Dingen macht mir Bauchschmerzen. Ich bin nicht so überzeugt, dass die Systeme, die wir haben, von dreien ist die Rede jetzt gewesen, von unseren Spezialisten, dass die wirklich funktionieren. Wenn die nämlich wirklich funktionieren würden, dann hätten wir viele Probleme, die uns gegenwärtig Bauchschmerzen machen, nicht. Wir haben, um jetzt mal bloß die neueste Zahl zu nehmen, im Januar 52.000 Menschen gehabt, die zu uns gekommen sind. Davon sind nur 546 nach dem Asylgesetz von Deutschland anzuerkennen. Weitere 30% nach verschiedenen anderen Kriterien, also Duldungsstatus und so weiter. Der Rest nicht. Und wir haben inzwischen, wenn ich richtig informiert bin, etwa 600.000 Menschen, die im Duldungsstatus irgendwo in der Luft hängen und für die es keine Möglichkeit gibt, sich zu integrieren, für die es keine Möglichkeit gibt, diesen Duldungsstatus aus eigener Aktivität zu verlassen. Mhm. Und da bin ich ganz entschiedener Meinung, wir sollten erst mal anfangen. Also es gibt, wenn ich richtig informiert bin, 60 verschiedene Regelungen. Und selbst diejenigen, die damit befasst sind, für die ist das schwer, bei 60 verschiedenen Regelungen da überhaupt durchzusehen, welche da für welchen Fall ansteht. Und ich wäre dafür, dass man da erst mal aufräumt und klare Regelungen schafft, vor allen Dingen, weil das doch kein Zustand ist für diese Menschen, die hier in der Luft hängen sozusagen.
da müsste doch ganz schnell von der Politik gehandelt werden und diese 60 Regelungen mal entrümpelt und 2, 3 genügen. Ja. Das haben wir doch letzte Woche im Deutschen Bundestag gehabt. Bleiberecht und Aufenthaltsbedingungen, das wird jetzt gerade debattiert, um genau das in Ordnung zu bringen. Und auch die Altfälle eine Möglichkeit zu geben, die sich auch integriert haben, die sprachliche Voraussetzungen erfüllt haben, auch einen Arbeitsplatz mitbringen, die da zu behalten, aber auch strengere Regeln zu machen, beispielsweise gegen Extremismus, Terrorismus und vieles mehr. Also von daher ist ja die Große Koalition, haben wir im Koalitionsvertrag ja vereinbart, daran jetzt diesen Gesetzentwurf zu verabschieden. Und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr über 1,5 Jahre warten darauf, dass sie anerkannt werden oder nicht anerkannt werden. Ihr Einwanderungsgesetz, Frau Lengsfeld, für das Sie plädieren, wäre eines, das die Zuwanderung tatsächlich in Deutschland beschränkt, oder wäre es eines, das Dinge vereinfacht? Vor allen Dingen eine Vereinfachung. Aber wenn man ein Einwanderungsland ist, dann kann man auch die Kriterien aufstellen, welche Einwanderer man haben will. Ja. Und damit wären Sie schon auch in der Nähe eines kanadischen Modells? Ja. Ja. Wir sind, last but not least, bei Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Sie haben, Herr Ramelow, als quasi ersten Amtsschritt Ihrer rot-roten Regierung in Thüringen entschieden, dass es einen Asylbewerberstopp, einen Abschiebestopp geben soll. Irgendwie müssen sich tatsächlich aber auch linke Regierungen entscheiden, was mit den Menschen geschehen soll. Sollen alle bleiben, die es schaffen, hier nach Deutschland zu kommen? Ist das linke Position? Frau Illner, es ist Rot-Rot-Grün, die erste, die es versucht und es auch schaffen wird, mit 3 Parteien erfolgreich 5 Jahre Politik zu machen. Und wir haben begonnen mit einem humanitären Akt, den vor uns Schleswig-Holstein gemacht hat. Sollen alle bleiben? Ich wollte nur den Zuschauern erläutern, dass nicht die Welt in Thüringen untergegangen ist, sondern der Winterabschiebestopp ein humanitärer Akt war, der ganze 170 real existierende Menschen betrifft. Wir reden also über 170 Menschen von Tausenden, die wir in Thüringen haben. Und wir haben parallel dazu die Erstaufnahmekapazitäten drastisch erhöht, weil wir die Beschleunigung, Frau Lengsfeld hat zu Recht darauf hingewiesen, es kann nicht sein, dass die Verfahren 1 Jahr, 1,5 Jahre dauern. Sie sollen mit dem neuen Recht ja innerhalb von 3 Monaten bearbeitet sein. Und wir brauchen die Voraussetzung des Bundes, damit die neuen Erstaufnahmestellen in Thüringen auch in der Lage sind, das in 3 Monaten zu bearbeiten. Und dann kommt die Tücke, auf die Frau Lengsfeld zu Recht hingewiesen hat. Wer einen Asylantrag gestellt hat, den Asylantrag abgelehnt bekommen hat, aber trotzdem Bleiberecht bekommt, darf nicht mehr umsteigen auf Einwanderung. Das Problem ist, dass es eins dieser 60 Regeln, auf die Frau Lengsfeld zu Recht hingewiesen hat. Und da sage ich mal, wir sollten auch eine ehrliche Diskussion über Einbürgerung führen, dass wir Menschen, die da sind, denn Frau Lengsfeld hat ja auch auf Fälle hingewiesen, die dann über Jahre da sind und deren Kinder bei uns sozialisiert sind, bei uns teilweise geboren werden. Was sind denn mit diesen Kindern? Es gibt andere Staaten auf der Welt, auch Amerika macht es, dass sie dann in solchen Situationen größere Wellen von Einbürgerung praktizieren. Und es erleichtert jetzt schon, dass nach 3 Monaten die Arbeitsberechtigung erteilt werden soll. Bei uns, und da bin ich sehr dankbar, in Thüringen, dass wir nicht nur Menschen haben, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, sondern es gibt auch die Wirtschaft bei uns, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammern, die jetzt gesagt haben, sie haben Stellen eingerichtet, um mit den Kindern, mit den Jugendlichen zu reden, Ausbildungsplätze, Praktikas organisieren. Ich bin der Thüringer Wirtschaft richtig dankbar, dass sie jetzt in dieser aufgeheizten Situation, wir haben ja gerade eine große Demonstration von 1.900 Menschen in Gera erlebt, die nicht mal den Bischof zu Wort haben kommen lassen, weil sie nicht bereit waren, über Ängste zu reden. Und da sage ich mal, die Thüringer Politik will über Ängste reden, über Ängste, die formuliert werden. Aber wir wollen den Angstmachern nicht weichen. Ich unterscheide zwischen denen, die Ängste haben und die Ängste formulieren, wo wir helfen wollen, Ängste abzubauen. Und ich bin der Thüringer Wirtschaft dankbar, dass die jetzt auf Flüchtlinge zugehen und sagen, wir wollen euch begleiten. So stelle ich mir Zuwanderungskultur vor. Und es ist interessant, dass Sie zweimal, als Sie mit Herrn Scheuer gesprochen haben, das Wort Einbürgerungsgesetz durch Einbürgerungsland oder Einwanderungsland. Klar, da bin ich ja bei Ihnen. Wenn wir endlich mal im Herzen begreifen würden, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und sein muss, dann müssen wir auch mit den Menschen, die da sind, anders umgehen. Dann müssen wir Wege in die Arbeit, Wege in die Integration, Wege in Wohnungen, dezentrale Unterbringung. So stelle ich mir jedenfalls ein humanitäres Menschenbild vor. Und ich sage,
ein großer Teil von diesen Menschen wollen Arbeit, arbeiten, können arbeiten, sind ausbildungsfähig und ausbildungswillig. Lasst sie uns doch nehmen. Gut, und lasst uns auch Chance. Ich würde hier gerne noch auf eins hinweisen. Also bei aller Liebe. Weil mir, ja, weil mir so viel Übereinstimmung schon fast unheimlich ist. Also dieser Humanitäre. Ist nicht alles falsch, was Sie sagen, Frau Lenzfeld. Dieser humanitäre Akt, von dem Sie sprechen, da muss man ja dann auch mal dazu sagen, dass das die Konterkarierung der bestehenden Gesetze war. Und das finde ich sehr problematisch, weil Politiker dazu da sind, nicht nur Gesetze zu machen, sondern auch Gesetze einzuhalten und nicht sie zu konterkarieren. Das ist aber nur Ihre Behauptung. Es ist bis heute von niemandem festgestellt worden, außer von der politischen Opposition in Thüringen und Ihnen jetzt als CDU-CSU, dass wir einen Gesetzesbruch organisieren. Wir sagen, es ist ein humanitärer Akt, im Winter in bestimmte Länder, in denen es bitterkalt ist, Menschen nicht barfuß wieder zurückzuschicken und zu sagen, jetzt schieben wir sie ab und dafür also setzen wir unsere... Also wir schicken sie erstens nicht barfuß zurück und zweitens ist Afghanistan im Winter wärmer als bei... Es ist zurzeit in Afghanistan sollten wir heute lieber nicht reden von der Auseinandersetzung, die sich da die Weltgemeinschaft erlaubt hat und die Flüchtlingsströme erst organisiert hat mit militärischem Einsatz. Gut. Ja, irgendwo kommen die Flüchtlinge her. So, jetzt hat der Herr Ramelow auch seine linke Propaganda losgelassen. Wir haben eine interessante Aufforderung, uns zu fragen, Herr Oppermann, in Variation, warum wir uns eigentlich nicht um das Potenzial der Menschen kümmern, die hier bereits im Lande sind. Offensichtlich wünscht die Wirtschaft sich diese Fachkräfte. Kriegt die Wirtschaft die Fachkräfte nicht gerade aus Südeuropa, massenhaft Italien, Spanien, Portugal? Und hat die Wirtschaft nicht tatsächlich auch in diesen Menschen, die bereits im Land sind, ein qualifiziertes Potenzial? Warum kümmern wir uns nicht um die? Eindeutig. Das steht übrigens auch in unserem Papier, dass wir uns vorrangig um diese kümmern müssen. Und ich gebe Herrn Ramelow absolut recht. Wir müssen uns bei den Flüchtlingen, bei denen von Anfang an, sei es Asylbewerber oder Kriegsflüchtlinge, bei denen von Anfang an erkennbar ist, dass sie längere Zeit oder sogar auf Dauer bei uns bleiben werden, weil es Abschiebungshindernisse gibt, um die müssen wir uns ganz anders kümmern. Ich finde, die müssen sofort in Sprachkurse, die müssen sofort in Integrationskurse und die müssen auch die Möglichkeit bekommen, und zwar bevor ihr Verfahren abgeschlossen ist, in Ausbildungen zu gehen. Und wir müssen in der Tat hören auf die Handwerksmeister, die uns sagen, wir brauchen diese jungen Leute. Wir können denen eine Ausbildung anbieten. Übrigens auch in Berufen, die nicht so populär sind. Aber warum brauchen wir dann ein neues Einwanderungsgesetz? Das sage ich Ihnen sofort. Die 70 Berufe, die heute die Wirtschaft schon jetzt schwer Arbeitskräfte findet, da darf mit dem schnellen, mit dem Express-Eintritt, darf ja dafür gesorgt werden, dass die nach Deutschland kommen. Wir haben ein Problem. Ich will nur noch ganz kurz dieses mit den Flüchtlingen zu Ende bringen. Die Handwerksmeister wollen, dass Flüchtlinge, die bei Ihnen in der Ausbildung sind, nicht mehr abgeschoben werden. Ja, dann macht es doch. Wie viel Klassen, Herr Ramelow, haben Sie eingerichtet in den Berufsschulen für die unbegleiteten Minderjährigen? Wir fangen gerade an und ich bin froh, dass die Handwerkskammer in Ostthüringen uns angeboten hat, sofort mit 2 Klassen zu starten. Herr Ramelow, und am Ende ist es auch die Frage, ob der Bund uns dabei hilft, die Finanzierung auch zu stabilisieren. Schauen Sie, also dass wir da mal die Zahlen haben. Wir haben 94.000 Flüchtlinge, Asylbewerber bei uns aufgenommen. Bayern davon einen Schlüssel von 5,% Der Herr Ramelow hat einen Schlüssel von 2,8%. Wenn Bayern über 1.000 unbegleitete Minderjährige aufnimmt, nimmt der Herr Ramelow gerade mal 18 auf. Wir haben 260 Klassen eingerichtet in den Berufsschulen für eine 2-jährige Ausbildung. Duale Ausbildungssystem mit den Handwerkern zusammen, läuft gerade ein Modellprojekt. Wir haben 350 Übergangsklassen mit Migrationshintergrund, also Personen, die Migrationshintergrund haben, also auch teilweise Doppelpass haben und aber auch die Jugendlichen, die Flüchtlingshintergrund haben. Also wir müssen schon aufpassen, wenn der Herr Ramelow heute sagt, freiwillige Selbstverpflichtung, Freistaat Thüringen, ich nehme genauso wie Bayern 1.000 unbegleitete Jugendliche auf und nehme auch den Verteilungsschlüssel so, dass ich mich freiwillig selbst verpflichte, genau dieselben Zahlen aufzunehmen wie beispielsweise große Bundesländer, dann machen Sie wirklich vielleicht Ihren Ankündigungen auch mal politisches Futter dahinter. Lassen Sie doch mal den parteipolitischen Schreiben. Es geht doch jetzt um eine Grundsatzfrage. Ja, es geht doch jetzt nicht um Thüringen oder Bayern. Er spricht Appelle aus, aber leistet selber nicht. Okay, Herr Scheuer, vielleicht dringend ist mal oben eh
ehe Herr Ramelow widerspricht, wo kriegt eigentlich Bayern die Spitzenfachkräfte her? Und könnten nicht auch aus Sie, Thüringen. Vielleicht könnten nicht aus Sie partizipieren? Ja, bei der Regierung ist es doch klar, dass die nach Bayern kommen, jetzt erfolgreiche können Bayern, wenn Sie die schon vertreiben mit Rot-Rot-Grün. Nicht auch davon partizipieren, dass mit einer neuen Punktezuwanderung zusätzlich qualifizierte Fachkräfte nach Bayern kommen? Ich glaube, so wie Sie vorher gesagt haben, noch drauf ein Punktesystem zu machen. Kanada zeigt es ja, dass auch Hochqualifizierte durch ein starres Punktesystem plötzlich als Taxifahrer enden. Weil durch die fehlende Flexibilität eines Punktesystems tut man nur noch ein System drauf auf die bestehenden Systeme, wird aber nicht flexibel. An dieser Stelle müssen wir uns bemühen. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Sprachbarriere. Thema Englisch. Natürlich hat da Kanada vielleicht für einen, der aus Indien kommt oder Australien besseren Zugang oder Großbritannien, weil vielleicht auch die Barriere der Sprache für viele Hochqualifizierte eine wirkliche Barriere ist. Da müssen wir, da gebe ich Herrn Oppermann recht, noch einen Schritt nach vorne machen, auch im Image für die Hochqualifizierten. Aber ein starres Punktesystem, was ja auch gerade in Kanada überarbeitet wird, will ich ist nicht. Schon fertig, die weil, ja, sehen Sie, aber Sie mussten überarbeiten, weil es so stark also, ist. Wird Herr Oppermann, wird gleich ist Frau Topschuh dran, wird Herr Oppermann dieses Punktesystem in Ihrer Vorstellung so sein, dass die Leute ein Jobangebot im Land haben müssen? Da hat Kanada nämlich gerade nachverbessert. Reichen die vielen Punkte oder soll derjenige, der kommt, eigentlich hier einen Arbeitsplatz haben? Und was machen Sie mit dem Familiennachzug? Das sind die zwei interessanten Fragen. Kommt dann wirklich die ganze Familie? Aber die wichtigste Frage ist erstmal, die Sie vorhin schon selber gestellt haben. Ich beantworte die Frage gerne. Bevor wir zusätzlich Leute einwandern lassen, bevor wir das tun, müssen wir in der Tat diejenigen, die schon hier sind, qualifizieren und in Arbeit bringen. Das sind Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die zu uns kommen. Das sind aber auch Jugendliche, die noch keine Berufsausbildung haben. Wir haben 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 35, die keinen Beruf haben. Die müssen eine zweite Chance bekommen. Und wenn es sein muss, müssen die eine dritte Chance bekommen. Und dann müssen wir zum Beispiel auch die Kinder von Migranten, die in den 60er Jahren gekommen sind, oder die Enkelgeneration, die dritte Generation, die teilweise auch noch nicht ökonomisch bei uns integriert ist, auch die brauchen Chancen. Und dann brauchen wir darüber hinaus zusätzliche Fachkräfte. Ich muss das noch mal sagen, wir werden in den nächsten 10 Jahren 6 bis 7 Millionen Fachkräfte ersetzen müssen. Das schaffen Sie nicht, wenn Sie alle qualifizieren, alle Flüchtlinge qualifizieren, die zu uns kommen. Wir brauchen darüber hinaus zusätzliche qualifizierte Einwanderung. Okay. Und jetzt will ich mal sagen, wie das funktionieren kann in Kanada. Da wird nämlich viel Unsinn auch darüber erzählt. Vielleicht sollten Sie da mal hinfahren. Da könnten Sie sich mal direkt vor Ort informieren. Sie erzählen so viel von Ihrer Entdeckungsreise. Fährt ja demnächst hin. Die Punkte in Kanada, die gibt es. Brauchen die Leute einen Job, wenn sie hierher kommen, ja oder nein? Erstmal, und ich kann das in wenigen Sätzen erläutern, kann man in Kanada Punkte sammeln, wie Sie das eben schon dargestellt haben, in dem Einspieler, für berufliche Qualifikation, für Berufserfahrung, Alter, Lebensalter und Sprachkenntnisse. Das ist erstmal gut. Man kann da fragen, was bringen die Leute mit, wenn sie einwandern wollen. Die wollen ja hier sozusagen arbeiten in Deutschland. Und dann, wenn sie da noch einen Arbeitsplatzangebot haben, dann kriegen Sie noch mal 50% der Punkte on top, sodass diejenigen, die ein Jobangebot haben, an den anderen vorbeigezogen werden. Die kommen auf die Überholspur und die kriegen als Erste eine Einladung einzuwandern. Vielleicht qualifizieren wir auch mal unsere 3 Millionen Arbeitslose und schauen, dass die inländischen Arbeitslosen. Darf die Familie nachziehen? Wenn Leute, schon jetzt übrigens, wenn Leute mit der Blue Card kommen, wenn sie zu uns kommen, weil sie hier einen Job haben, bringen sie selbstverständlich ihre Familie mit. Ich meine, wir brauchen doch Familien mit vielen kleinen Kindern. Da gibt es einen großen Mangel in Deutschland. Und ich würde jeden willkommen heißen, der als qualifizierter Einwanderer auch seine Familie mitbringt. Okay. Selbstverständlich. Ja, Frau Topschuh, auch keine gönnerhafte Geste von Ihnen, sondern das ist ein verfassungsrechtliches Das kommt auch noch dazu. Also es ist das Recht, es ist Grundgesetz, der Schutz der Familie. Sendet mit einem solchen Einwanderungsgesetz, Frau Topschuh, die Politik nicht eigentlich das Signal, es kommen leider bisher die Falschen? Naja, also es ist total legitim für ein Land, sich Gedanken darüber zu machen, wen wollen wir haben, wer soll zu uns kommen. Natürlich hat das auch immer diesen Beigeschmack von so einer Ökonomisierung, Nützlichkeitsdiskussion dabei.
Aber ich würde das eigentlich trennen. Also es gibt einmal diese Anwerbung von Fachkräften. Wir wollen sie, den berühmten indischen IT-Spezialisten, der aber nicht kommt. Und da müssen wir analysieren, woran das liegt, weil in den letzten Jahren haben sich die Regeln da sehr liberalisiert. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das dürfen wir, glaube ich, wirklich nicht vermischen, und wir reden hier nicht über Flüchtlinge, wir reden nicht über Asylbewerber. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht vernünftige Gedanken darüber machen sollten, wie wir diese Leute qualifizieren und nicht nur qualifizieren, sondern eben auch fragen, wie wir deren Situation schon vor Ort bei uns verbessern können. Mhm. Es ist kein Verbrechen, die zu fragen, was kannst du eigentlich? Du wirst hier zwischengeparkt, wartest im Flüchtlingsheim unter nicht so schönen Bedingungen, kannst aber eigentlich irgendwas. Also wenn man, sowas beschreiben Sie ja auch in Ihrem Positionspapier, dass man die eben auch fragt, dass man sie nicht sozusagen gleich in diesen Strang Asylbewerbung hineingleiten lässt, sondern etwas vorschaltet und sagt, was kannst du, wer bist du, was sprichst du für Sprachen? Mhm. Deswegen finde ich eigentlich noch viel wichtiger, Maßnahmen zu ergreifen, um auch die Infrastruktur für Flüchtlinge vor Ort bei uns, die schon hier sind, zu verbessern. Und das wiederum bedeutet auch, dass, Sie haben gerade das Beispiel Bayern gesagt, ich finde es ganz toll, was Bayern da anscheinend so macht. Trotzdem gibt es auch in der reichen Stadt München, gab es im letzten Winter Flüchtlinge, die draußen geschlafen haben. Die haben draußen geschlafen. Und wenn ich dann überlege, diese Montagsspaziergänge von Leuten in Dresden, die dann Angst davor haben, dass so viele da sind, die sitzen und liegen in ihren kleinen Zimmern. Familien werden zusammengefercht in Sporthallen. Da müssen dann Sporthallen zu Flüchtlingsheimen ausgebaut werden, umgebaut werden. Und dann kann man sich vielleicht mal langsam die Frage stellen, muss das eigentlich so sein? Kann man nicht an dieser Infrastruktur arbeiten? Mhm. Ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist. Also der Zubau von den ersten Aufnahmen. Der Zubau von den Erstaufnahmeeinrichtungen ist ja erfolgt und auch der Ablauf und die Betreuung ist verbessert worden. Die Flüchtlingswelle hat uns alle, glaube ich, überfordert auch. Natürlich, wenn du an zwei Routen, Balkanroute bist im Süden, wo sehr viel reinkommt, am Sonntag 800 Flüchtlinge, die am Hauptbahnhof in München gestanden sind. Jetzt ist das Verfahren einfach professionalisiert. Die bekommen sofort einen Gesundheitscheck. Die schulpflichtigen Kinder werden sofort auch registriert, um schnell in Sprachförderung und Vorschule zu kommen, auch in diese Übergangsklassen. Und wir haben ja gemeinsam auch die Möglichkeit geschaffen, früher in Arbeit zu kommen, also auch die zu nehmen. Aber eins ist auch ganz klar, wir müssen die Unterscheidung machen zwischen Kriegsflüchtlingen, dafür ist das Asylrecht gemacht, und den bloßen Wirtschaftsflüchtlingen. Und von den Balkanstaaten kommen halt bloße Wirtschaftsflüchtlinge, die zu 99,9% abgelehnt werden. Und die müssen auch zügig zurückgeführt werden. Abgelehnt heißt ausreisen oder abschieben. Und da haben wir auch nächste Woche wieder einen Transport übers Flugzeug aus Bayern raus, wo wir abgelehnte Bewerber aus dem Kosovo wieder zurückführen. Das muss aber auch klare Ansage sein. Ist diese ganze Diskussion, genau, Frau Topschow, ist diese ganze Diskussion nicht eigentlich eine Ablenkung von unserem eigentlichen Problem, nämlich, dass viele Armutsflüchtlinge nach Deutschland kommen? Also darauf wollte ich ansprechen. Herr Scheuer hat gerade das so formuliert, bloße Wirtschaftsflüchtlinge. Um mich nicht mit fremden Lorbeeren zu schmücken, meine Kollegin Katharina Lobenstein hat neulich einen Artikel in der Zeit geschrieben, ein flammendes Plädoyer für den Wirtschaftsflüchtling, für den Armutsflüchtling. Was ist eigentlich, das kann man sich ja einfach mal so fragen, was ist eigentlich ein Verbrechen daran, was ist eigentlich so kriminell daran, wenn Leute sich auf den Weg machen, Arbeit zu suchen, weil in ihrer Heimat es keine Arbeit gibt, es nur Armut herrscht. Leute, die zu uns kommen, auf dem sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die wir übrigens in der deutschen Geschichte schon sehr, sehr oft hatten, Spanier, Franzosen, Griechen, allesamt Wirtschaftsflüchtlinge, die hierher gekommen sind, weil sie für ihre Kinder ein besseres Leben haben wollten, die Geld verdienen wollten. Bloße Wirtschaftsflüchtlinge, ich weiß nicht, ob dieser Terminus noch so
ja noch so zu vertreten ist. Weil wenn Leute arbeiten wollen und wir haben Arbeit, warum nicht? Mhm. Frau Lengsfeld, logische Frage auch an Sie. Warum gibt es diese Aversion gegen die Wirtschaftsflüchtlinge? Und warum titulieren wir sie auch als Armutsflüchtlinge? Und wäre es nicht ein schlauer Gedanke, wie Frau Topschuh sagt, auch mal nach deren Potenzial zu schauen? Gegebenenfalls sind das Menschen, die wir als Arbeitskräfte auf diesem Markt genauso brauchen, die wir aber in das Asylverfahren zwingen. Eben deswegen hätten wir schon längst ein Einwanderungsgesetz gebraucht. Dann wäre das Problem Wirtschaftsflüchtlinge nicht da. Dann hätten die von Anfang an sagen können, sie wollen hierher. Aber eine Gruppe aus dem Kosovo ist doch nicht ein qualifiziertes Arbeitspotenzial. Also es gibt auch im Kosovo qualifizierte Leute. Wenn da ein Exodus stattfindet, schauen Sie, wie humanitär ist denn das, wenn aus einem Land komplett die ganze Bevölkerung abhaut. Da will ich doch lieber vor Ort helfen mit Entwicklungspolitik, mit Strukturfonds etc. Also wir können nicht die Probleme der Welt lösen. Nein, das ist aber leider ein anderes Thema, dass also ganz offensichtlich Jahrzehnte westlicher Entwicklungspolitik gescheitert sind. Denn sonst hätten wir ja diese Probleme jetzt nicht. Ist leider ein anderes Thema, können wir heute Abend nicht diskutieren. Aber genau, weil es alles im Augenblick so verschwommen ist, wer wird nach dem Asylbewerbergesetz anerkannt, wer ist sogenannter Wirtschaftsflüchtling. Gerade deshalb müssen wir sehr schnell ganz klare Regeln haben. Aber was mir dann auch am Herzen liegt, dass die Aufnahme von Flüchtlingen, von Kriegsflüchtlingen ist ein Menschenrecht. Wer hat das gesagt? Pegida. Ist im Pegida-Papier. Also das sind nicht Leute, die dumpf gegen Flüchtlinge an sich sind, sondern die auf bestimmte Probleme hinweisen, die wir ja ganz offensichtlich haben. Mhm. Und die aber nicht richtig diskutiert werden. Also dass die Kommunen ganz offensichtlich überfordert sind mit der Situation. Mit der Situation ist offenkundig. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Ja. Mhm. Und haben einen Gast in unserer Sendung, der vor einem halben Jahr schon mal bei uns war. Er hat ein Asylbewerberheim in Bautzen aufgebaut aus einem ehemaligen Hotel. Peter Kilian Rausch ist heute Abend bei uns. Herr Rausch, Sie mussten dieses Hotel tatsächlich schützen für die neuen Bewohner. 185 Flüchtlinge haben Sie heute da. Sie mussten vor Ihr Hotel einen Zaun bauen. Es gab damals Anfeindungen und Ressentiments. Hat sich an der Situation in Ihrer Wahrnehmung etwas verbessert? Also diese ganz massiven Dinge, die vorgefallen sind in den ersten zwei Monaten, die sind vorbei. Die Stimmung ist nach wie vor nicht wirklich positiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Bautzen die Stelle ist, wo man noch ein Asylheim hinbauen soll. Also ich denke, die Ressentiments sind nach wie vor vorhanden, aber es ist sehr, sehr viel ruhiger geworden um das Spreehotel. Das muss man schon sagen. Ja. Sie erleben die politische Debatte jetzt natürlich auch. Mhm. Ist es in Ihren Augen klug, über ein Einwanderungssystem nach kanadischem Vorbild, ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild zu schauen? Oder würden Sie sich etwas anderes machen? Ich habe ja jetzt sehr aufmerksam zugehört und ich finde es erstaunlich, dass die Herren hier erzählt haben, dass wir Systeme haben, die funktionieren. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie müssen mal irgendwo hingehen, so vielleicht zu mir kommen und sich mal anschauen. Diese von Ihnen vielbeschworenen Systeme, die funktionieren nicht. Sie gehen einfach nicht. Ich glaube, die Politik verschanzt sich hinter irgendwelchen Plattitüden. Und was da unten mit den Leuten passiert, das sehen Sie, glaube ich, gar nicht. Und ich sehe das jeden Tag und ich finde es entsetzlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben relativ viele Syrer, die Anerkennungsquote ist bei 100%. Wir haben Anfang November 26 Syrer anerkannt bekommen. Wir haben bis jetzt gebraucht, die in Lohn und Brot, wenn wir sie in Lohn und Brot hätten, wäre es ja ganz toll. Wir mussten die beim Jobcenter anmelden, das macht das Heim. Da ist überhaupt keine Vorkehrung von Seiten der Behörden vorhanden. Beim Jobcenter, wir machen die AOK oder irgendeine Krankenkasse, das Bankkonto. Wir suchen mit denen zusammen eine Wohnung, wir helfen die Einzelnen. Das macht ein Heim. Ich habe 185 Asylbewerber, um die ich mich kümmern muss. Das ist eine Aufgabe der Behörden. Wir sind mittlerweile aber auf einem Niveau angelangt, dass die Behörden mich anrufen und fragen, ob ich den von mir bezahle. Alten Arabisch-Dolmetscher bitte mal den Jobcenter ausleihen kann. Ich meine, das kann doch auf die Dauer nicht funktionieren. Und wir wissen doch, dass Syrer
zuhauf hierher kommen und dass Syrer zuhauf anerkannt werden. Wir werden jetzt mit diesem Problem genauso überrollt wie vor einem Jahr mit der Menge der Asylbewerber. Da wussten wir auch von nichts. Wir sind immer 5 Schritte dahinter und das kann so nicht funktionieren. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Diese Systeme, so wie sie jetzt sind, funktionieren nicht. Sie reden, Herr Rausch, von Asylbewerbern, die Sie haben, und nun von anerkannten Flüchtlingen. Von den anerkannten Flüchtlingen, wenn ja. die anerkannt sind, die Flüchtlinge, dann fallen sie eigentlich aus dem Asylbewerberleistungsgesetz raus. Ja, genau, dann kriegen sie den Einstellungsbescheid. Das heißt, die Ausländerbehörde bezahlt kein Geld mehr, keine Krankenversicherung. Da müssen Sie jetzt besonders aufpassen. Und Sie müssen sofort bei mir ausziehen. Die Ausländerbehörde schickt mir eine Mail heraus, sie haben einen Vertrag mit ihnen, wir wollen die Betten. Jetzt setzen sie die Leute mit Kindern auf die Straße im Winter. Das können sie nicht tun, das machen sie nicht. Also, begeben wir uns auf den Weg zum Jobcenter. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt hat. Das ist recht umfänglich, sehr kompliziert. Wir geben den Asylbewerbern ja während der 6 Monate, in denen sie warten, auch keinen Deutschkurs. Das heißt, sie können es ja auch gar nicht verstehen. Wir wollen ja auch nicht, dass sie Deutsch lernen. Wir wollen aber dann, dass sie den Asylantrag bitte selber absolut korrekt ausfüllen. Dann müssen wir eine Krankenkasse suchen, wir müssen ein Bankkonto eröffnen, dann müssen wir Anträge stellen für eine Wohnung und so weiter und so fort. Was jetzt noch pikant bei der ganzen Angelegenheit ist, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Wir hatten eine syrische Familie mit 3 Kindern. Die haben am 22. November den Einstellungsbescheid bekommen, rückwirkend für den 31.10. Das heißt, die waren 22 Tage in dieser Republik unterwegs, nicht krankenversichert, mit 3 kleinen Kindern, wovon 1 in Bautzen geboren wurde. Es dauerte dann noch mal 10 Tage, bis der Bescheid rechtskräftig war, der Hartz-IV-Bescheid, und diese Leute endlich krankenversichert waren. Es tut mir leid, bitte sprechen Sie nicht von Systemen, die funktionieren, weil sie funktionieren. Darf ich eine Frage stellen? Herr Rausch, wie viel bekommen Sie neben Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, die ich sehr schätze? Ich mache keine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber wie viel bekommen Sie pro Tag, pro Bewerber für Ihre 100% Auslastung von Ihrer Unterkunft? Ich bekomme für meine Asylbewerber 13 Euro am Tag. 13 das Euro weiß jeder. Das mal 185, mal 30 Tage, genau. mal 12 Monate, heißt, wir reden über einen Betrag von rund 900.000 Euro. Richtig, ja. Okay. Nur noch mal das klarzustellen. Für seine ehrenamtliche Mühe oder seine Auftrag. Er ist nicht ehrenamtlich, ja, okay. Er ist ein Betreiber für eines Asylbewerber, Heims, aber nicht Asylhabende. Der vom Staat Tagegeld bekommt, und wir reden von einem Jahresbudget in Bautzen bei 100% Auslastung für sein Heim von rund 900.000 Euro. Er hat an keiner Stelle bestritten, dass das so wäre. Sein Monitum war, dass selbst anerkannte Asylbewerber seiner Obhut am Heimfall. Aber ich sage ja, darf ich aber ganz kurz noch eine Sache klarstellen. Sie sagen jetzt 900.000, die werfen Sie in die Runde. Sei Ihnen erlaubt. Das macht's nicht. Dafür stelle ich das Gebäude zur Verfügung. Ich halte das in Stand und ich habe anschließend das Problem, dieses Gebäude zu entsorgen. Des Weiteren muss ich 2 Sozialarbeiter einstellen, um sich um 200 Leute zu kümmern. Ich habe 5. Ja, die ganzen Kosten bleiben immer an mir hängen. Und dass ich daran was verdiene, daraus mache ich keinen Hehl. Das sage ich Ihnen ganz, ganz. Aber ziehen Sie es bitte nicht so in die Lächerlichkeit, dass ich kriege 900.000, das kann ich ja gefälligst tun. Das finde ich nicht in Ordnung. Herr Rausch, wir kommen noch mal zu unserem eigentlichen Thema. Die Menschen, die in Ihrem Heim leben, können ja auch etwas. Die möchten gegebenenfalls auch in diesem Land arbeiten. Glauben Sie, dass wir da ein Potenzial verschenken? Ich denke ja. Ich denke, wir verschenken ein großes Potenzial. Wir haben die Leute hier, die sind willig. Ich sage immer, warum sollen wir uns 3 Elektroingenieure aus Somalia bestellen? Wir haben sie hier, wir können sie ausbilden, wir haben sie vor Ort, sie sind willig. Es sind einen ganzen Haufen junge Burschen dabei. Und man muss auch dem Irrglauben endlich mal aufhören, dass diese jungen Burschen nichts anderes wie Ungedeih im Kopf haben. Da sind ganz viele wahnsinnig Motivierte dabei, da sind auch ein paar Schlechte dabei, das gebe ich gut und gerne zu. Aber wir müssen uns doch davon verabschieden, sie reinzuholen. Wir haben sie hier, wir können sie entwickeln. Wenn wir ihnen natürlich keinen Sprachkurs geben, haben wir ein Problem. Wenn wir sie nachdem, was sie anerkannt haben, auf den Markt schmeißen und lassen sie alleine, dann haben wir auch ein Problem. Aber wenn wir sie gleich vor Anfang entwickeln, bin ich ganz sicher, können wir Tausende von jungen Menschen, die Familien gründen, Kinder bekommen, hier behalten. Wir brauchen im Moment keine Einwanderung. Ich gebe Ihnen recht, Herr Oppermann, vielleicht in 10 Jahren, das kann schon sein. Aber wenn das Potenzial jetzt, wenn wir das jetzt ausschöpfen, da haben wir ein riesen Potenzial, da bin ich ganz sicher. Sagt Herr Rausch, und wir sind froh, dass Sie heute bei uns sind. Herr Oppermann, warum sollen wir aus den sogenannten Drittstaaten Arbeitskräfte nach Deutschland holen, wenn unsere Asylbewerberheime überquellen? Frau Illner, Sie versuchen das schon zum dritten Mal. Sie spielen zwei Dinge gegeneinander aus, die nichts
gegeneinander gestellt werden müssen. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Suchen Sie nicht den leichteren Weg, will ich Sie fragen. Nein, im Gegenteil. Die Flüchtlinge sind da. Ich bin dafür, dass Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, vom ersten Tag an einen Sprachkurs bekommen. Und zwar vom ersten Tag an. Mhm. Weil ich schon heute weiß, die bleiben. Die können nicht in 2 Jahren nach Syrien zurück, wohl auch nicht in 5 oder in 10. Und wenn sie hier ein paar Jahre gelebt haben mit ihrer Familie und ihren Kindern, dann wollen sie auch nicht mehr gehen, dann sind sie hier integriert. Also da bin ich für einen völlig anderen Umgang mit diesen Flüchtlingen. Und ich bin dafür, das Potenzial zu nutzen. Ich habe gehört von einem syrischen Arzt, der sofort einsatzfähig wäre. Es gab eine Klinik, die ihn beschäftigen wollte. Er musste 12 Monate warten für einen berufsbezogenen Sprachkurs. Das können wir uns nicht leisten. Absolut. Und damit hat aber gar nichts zu tun. Damit hat aber gar nichts zu tun, das Werben um Einwanderer aber aus Drittstaaten. Aber warum ändern wir an dieser gesetzlichen Regelung nichts? Das ist doch die Frage. Das sage ich doch, da sind wir gerade dabei, das zu machen. Wir haben es erkannt und es muss jetzt umgesetzt werden. Und das macht auch die Große Koalition. Wir haben das Arbeitsverbot für Flüchtlinge von 12 über 9 auf 3 Monate reduziert. Jetzt mal zu den Einwanderern aus Drittstaaten. Sie hatten gerade das Beispiel Kosovo. Wer aus dem Kosovo nach Deutschland kommen will, braucht ein Visum. Die werden im Augenblick nicht erteilt. Jetzt gibt es eine Schiebergruppe, die gesagt hat, alle nach Deutschland. Da kommt man im Augenblick ganz schnell an Aufenthaltsrechte und es gibt auch Geld. Dann sind Busladungen mit Kosovaren ausgenutzt worden, haben Geld bezahlt dafür, dass sie über Serbien und Österreich und Ungarn nach Deutschland gebracht worden sind. Das war illegale Einwanderung, weil sie kein Recht hatten, hierher zu kommen. Haben sie dann in ihrer Not Asyl beantragt, aber sie sind eigentlich gar keine politischen Flüchtlinge. Und ich sage, wir brauchen einen legalen Weg, nach Deutschland kommen zu können. Jenseits der Asylbewerberverfahren brauchen wir einen legalen Weg für Einwanderer, weil ich die Hoffnung damit verbinde, dass dann vielleicht auch Leute in Afrika oder woanders, die im Augenblick sich selbst und ihre ganzen Ersparnisse einer Schlepperorganisation anvertrauen, die sie in Lebensgefahr über das Mittelmeer nach Europa bringt. Vielleicht wäre es besser, wenn sie dieses Geld, was sie haben, in Deutschkurse beim Goethe-Institut investieren und vielleicht eine berechenbare Chance haben, eines Tages mit den nötigen Punktzahlen und auch mit einer Ausbildung nach Deutschland einwandern zu können. Warum widersprechen? Das halte ich für dann, halte ich aber, dann halte ich aber als Ergebnis fest von dem heutigen von der heutigen Gesprächsrunde, dass Herr Oppermann, der mit seiner SPD in vielen Landesregierungen beteiligt ist, die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten mit befürwortet. Das heißt, die Herkunftsstaaten, die wir jetzt schon eingestuft haben, am Westbalkanstaaten auszuweiten auf Kosovo, Albanien und Montenegro. Muss der Herr Ramelow mit Thüringen auch mitmachen, dann ist das alles gut. Dann können wir das einstufen, dann halten wir das schon mal fest. Und das Zweite ist, er ist mit der SPD an vielen Länderregierungen beteiligt. Bayern beispielsweise macht die Sprachkurse. Warum machen Sie dich nicht vor Ort? Nehmen Sie Geld in die Hand und qualifizieren Sie, Sie die Jugendlichen. Das müssen wir gemeinsam machen. Lassen Sie doch das mal mit diesem Bayern gegen Thüringen und so. Das ist ja vielleicht die können wir noch mal das Problem mit dem Kosovo war übrigens für den Kosovo das größte Problem. Die Regierung hat sich bei der deutschen Bundesregierung gemeldet und gesagt, stoppt das bitte. Die Bürger verlassen das Land fluchtartig. Wir verlieren alle qualifizierten Leute. Helft uns, das darf nicht so weitergehen. Ja. Und das ist ja jetzt auch einigermaßen wieder gestoppt worden. Das ist eine Fehlentwicklung. So etwas darf nicht passieren. Und deshalb glaube ich, wenn wir ein geregeltes Einwanderungsverfahren haben, wo Leute, auch wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag haben, durch ihre Qualifikation, durch das, was sie selber können, sich bewerben können für eine Einwanderung, wie in Kanada, dann ist das ein gutes Verfahren. Nicht jeder hat dann tatsächlich am Ende die Chance, auch zu kommen. Aber wir eröffnen einen Weg für die, die wir gut brauchen können und in Zukunft noch dringender brauchen als heute. Im Augenblick ist, wie gesagt, der Einwanderungsdruck da, es sind genügend Einwanderer da, das kann sich schon in 2, 3 Jahren ändern, aber dann müssen in großer Zahl Arbeitsplätze besetzt werden. Wenn Sie dann erst anfangen mit einer solchen Regelung, dann laufen Sie lange hinterher und das kann zu schweren Einbrüchen bei uns in der Wirtschaft führen. Wir sind bei einem interessanten Punkt, weil natürlich die Frage ist, was das auf einem deutschen Arbeitsmarkt auslöst, wenn wir das tun. Diese Frage stellt Saduman Polster. Er formuliert, alles dreht sich nur noch um Einwanderer und Flüchtlinge, damit diese Personen hier billig beschäftigt werden und gegen uns als Lohndrücker eingesetzt werden können. Diese Frage mal umgedreht. Ja.
Warum bezahlt die Wirtschaft die Menschen nicht einfach besser? Sind wir darauf vorbereitet, dass diese jungen Menschen, von woher immer sie kommen, tatsächlich eingesetzt werden, um auch für einen zusätzlichen Arbeitskampf und eine zusätzliche Konkurrenz auch zu sorgen? Auch das muss geregelt werden. Und ich muss Ihnen sagen, da habe ich in Kanada was sehr Gutes gelernt. Toll. Wenn man nämlich dort Extrapunkte bekommt für ein Arbeitsplatzangebot, dann zählt dieses Arbeitsplatzangebot nur dann, wenn der kanadische Arbeitgeber vorher versucht hat, einen Kanadier auf diese Position zu bringen. Nur wenn er das nicht schafft, es gibt also eine Art Vorrangprüfung, nur wenn er das nicht schafft, dann zählt dieses Arbeitsplatzangebot. Und deshalb sage ich, wenn wir Leute einwandern lassen, dann bitte schön nur in Arbeitsverhältnisse, wo Tarifverträge gelten. Okay. Wir dürfen nicht zulassen, dass Einwanderer als Lohndrücker instrumentalisiert werden und dass sie hier sozusagen gegen hiesige Arbeitnehmer ausgespielt werden. Ich will, dass die Einwanderer entweder einen Tarifvertrag bekommen, also in ein Arbeitsverhältnis mit Tarifvertrag kommen, oder dass der Arbeitgeber, der sie haben will, garantieren muss, dass er ein tarifliches Lohnniveau auch zahlt. Wenn aber jetzt muss ich auf eine Tücke hinweisen. Das Beispiel aus Kanada, Herr Oppermann, müssen wir leider in Deutschland umdrehen. Mit der Beschleunigung der 3-Monats-Frist, die die Große Koalition beschlossen hat, muss jetzt nachgewiesen werden, dass auf den Arbeitsplatz, auf den derjenige jetzt kommen könnte, kein Deutscher zu vermitteln ist. Wenn dieser Nachweis nicht gebracht werden kann, und es ist ja gerade auf die sprachlichen Schwierigkeiten, die Jobcenter-Schwierigkeiten hingewiesen worden, darf er gar nicht vermittelt werden. Er hat zwar die Berechtigung, aber er muss erstmal der Arbeitgeber, und ich habe solche Fälle jetzt in Größenordnung, weil diese doppelte Hürde noch mal dazugekommen ist. In einem Punkt bin ich ja völlig bei Ihnen. Ich würde mir wünschen, wenn alle Menschen in Deutschland in einem Betrieb arbeiten, der einen Tarifvertrag zahlt. Und ich bin ja froh, dass wir mit dem Mindestlohn jetzt angefangen haben. Deswegen kann auch kein Flüchtling in einen schlechteren Status gestellt werden. Das Problem ist, Frau Illner, die Illegalen, und über die haben wir heute nur am Rande geredet. Deswegen in Frankreich hat man große Einbürgerungswellen gemacht, wo Illegale legalisiert worden sind. Die Auseinandersetzung um die Papierlosen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die sozusagen als nicht in Erscheinung treten. Die dürfen weder zum Arzt gehen, da muss man dann gucken, wie man die Caritas oder die Diakonie dazu kriegt, dass sie dafür Unterstützung sorgen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch Hunderttausende von Menschen in Deutschland sind, die in ganz massiver Not sind. Die sind weder Flüchtlinge noch Asylbewerber, sie sind illegal. Und sie sind ohne Papiere. Und das Problem ist, wenn sie aufgegriffen werden, werden sie sonst wohin gepackt. Das Problem ist, sie können nicht legal zum Arzt gehen. Und damit haben wir eine Reservearmee. Das ist das Einzige, was ich bei dem jungen Mann mit der Frage akzeptiere. Alle anderen, die in den geregelten Arbeitsmarkt kommen, können sich zur Wehr setzen, haben einen Anspruch auf Tarifvertrag. Da gibt es keine Sonderregelung, die diese Arbeitskräfte besonders billig macht. Noch mal zu der Frage. Die Abgelehnten, da machen Sie jetzt ein Plädoyer, wenn die Abgelehnten nach rechtsstaatlichen Verfahren hier als illegal aufgegriffen werden, dann sind sie auch dafür, dass sie wieder zurückgeführt werden in die Herkunftsländer, weil sonst das Lohngefüge in Deutschland ein anderes ist oder dass Schattenwirtschaft existiert. Also Sie haben ja offenkundig nicht zugehört. Doch, das sehr genau. Das finde ich ärgerlich, weil Sie haben ein C in Ihrem Parteibuch, das beginnt mit christlich. Und ich als Christ sage jetzt mal, dass mein Menschenbild von Menschen, die in der Illegalität in Deutschland, in der Realität leben, aber und schon Menschen wie Sie Verfahren einfach die Augen zumachen und sagen, die interessieren uns nicht. Und falls sie aufgegriffen werden, sind sie Kriminelle und müssen die Kriminelle behandelt gesagt werden. Das habe ich nicht gesagt. Das ist die Argumentation. Jetzt müssen Sie mir zuhören, wenn die nach rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt werden. Ja, sie machen sie zu Kriminellen. Sie sind jetzt Ministerpräsident, Sie müssen sich an Rechtsstaat halten jetzt mittlerweile. Das heißt, Herr Ranelow, in die Richtung geht auch die Frage von Chris Rohröde. Die möchte ich nicht vorenthalten. Herr Rohröde sagt, man muss unterscheiden. Jeder Mensch, der verfolgt wird, muss aufgenommen werden. Da ist der Nutzen für die Gesellschaft egal. Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen das Asylrecht missbrauchen, müssen schnell abgeschoben werden. Das wäre nicht Ihre Politik, weil Sie sagen, wir sollten diese Menschen nicht abschieben, sondern sie sollten, wenn sie es hierher geschafft haben, bleiben dürfen. Ich wiederhole also meine Frage vom Anfang. Sie haben es doch vorhin präzise beschrieben, dass Menschen, die herkommen, einfach dann das Wort Asyl benutzen. Und möglicherweise Zuwanderer sind. Und weil sie den falschen Begriff benutzen, werden sie hinterher als Abzuschiebende einklassifiziert. Und selbst wenn wir erkennen, dass sie arbeiten können, arbeiten wollen, sich längst in der Realität integriert haben, werden sie trotzdem abgeschoben. Ich habe gerade einen Fall von einer 7-köpfigen Familie, Sinti und Romas. Der Mann ist Schreinermeister.
Zwei seiner Kinder sind mittlerweile bei Handwerkern in Ausbildung. Der Mann spricht 11 Sprachen fließend. Aber er gilt als jemand, der jetzt im Sinne von Herrn Scheuer abzuschieben ist. Und er muss in das sichere Drittland Serbien abgeschoben werden. Ich bin froh, dass die Kirche dort Kirchenasyl gibt und gewährt und sich um solche Fälle kümmert. Das ist ja das, wo dann gesagt wird, die Kirche stellt sich außerhalb des Rechtsstaats. Das hat der Bundesinnenminister gesagt. Ich kann sagen, ich bin froh, dass die deutschen Kirchen an der Stelle noch Humanität vor und Menschenrechte davor stellen und sagen, zuerst muss es um den Menschen gehen. Mhm. Frau Lengsfeld, Sekunde, Frau Lengsfeld. Wir ermahnen uns gegenseitig ja immer strikt zu trennen zwischen den Asylbewerbern und den Flüchtlingen einerseits und den Menschen, die als Zuwanderer, Fachkräfte hier nach Deutschland kommen, andererseits. Das ist juristisch auch definitiv etwas anderes. Machen die Menschen in diesem Land den Unterschied? Die haben vor allen Dingen Probleme damit, dass die gegenwärtige Situation so diffus ist. Mhm. Und eben so viele Menschen in der Luft hängen und das ganz nachweislich Probleme macht auf allen Ebenen. Und die Leute haben, glaube ich, eher das Gefühl, dass die Politik viel früher hätte handeln müssen und nicht erst jetzt anfängt zu debattieren. Mhm. Wo die Probleme schon so groß geworden sind, dass sie uns ein manche kaum noch. Ja, also die Kommunen sind ganz definitiv überfordert. Mit der jetzigen Situation. Und wir haben interessanterweise, so begann diese Sendung, uns auch einen kleinen Blick in die Geschichte gestattet oder wollen ihn uns noch mal an dieser Stelle gestatten, weil wir ja wirklich nicht zum ersten Mal über Einwanderung und Zuwanderung nach Deutschland reden und es ein paar hübsche Mythen in diesem Land zu geben scheint. So, Ihre Eltern sind in den 70ern als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen. Sie sind die Generation weiter mit entsprechenden Vorstellungen von diesem Land und einem kräftigen Anpacken in diesem Land. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir eigentlich immer noch ein Land sind voller Sorgen und Ängsten in Bezug auf Menschen, die nach Deutschland kommen? Deutscher kann man sein, aber nicht werden? Ich weiß gar nicht, ob der Befund stimmt, ob Sie das Land eigentlich richtig wahrnehmen. Also, ist ja eine Frage. Also, beziehungsweise in dem Film wurde das so ein bisschen suggeriert, denn das Land ist nicht mehr das Land, was es in den 80ern war. Es ist nicht mal mehr das Land, was es in den 90ern war. Es gibt so Untersuchungen, die besagen, dass die Deutschen mittlerweile finden, jemand ist Deutscher, wenn er Deutsch spricht und einen deutschen Pass hat. Punkt. Dann ist er ein Deutscher. Mhm. Es geht nicht mehr um die Herkunft. Und deswegen, also natürlich gibt es gibt Pegida, wir hatten die Sarrazin-Debatte, es gibt Ressentiments gegen Muslime. Ja, das ist alles wahr. Und gleichzeitig gibt es eine Entwicklung, die ganz anders ist. Wir sind gelassener, wir müssen vielleicht manchmal mehr erkennen, dass Deutschland schon sehr viel Integrationsleistung vollbracht hat in der Geschichte. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Spätaussiedler integriert. Es gab die Wiedervereinigung, was für viele Menschen, glaube ich, auch eine Zumutung war in Ost und West. Also ich weiß nicht, ob wir die Gesellschaft nicht manchmal ein bisschen unterschätzen. Mhm. Ich glaube, dass die Leute da mittlerweile viel, viel gelassener sind als es vielleicht manchmal in der Politik auch den Anschein hat. Mit solchen Bürgern wie die Frau Topschü, die ja selber auch im Buch sich so positioniert hat, dass wir miteinander schaffen sollen, über Sprache auch Chancen und Bildung zu entwickeln und natürlich auch damit auch Zukunft. Ja. Aber wir haben halt auch die Entwicklung, dass wir, wenn ich in Berlin-Wedding in den Supermarkt gehe, dass die Haushaltswaren, die Drogerie und an der Gefriertheke alles zweisprachig ausgewiesen ist. Da sage ich schon, weil Sie das zentral positioniert haben mit dem Thema Sprache. Natürlich ist Sprache der Zugang zur Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch darüber reden, die willkommen zu heißen, die was leisten wollen, die sich integrieren wollen und die wirklich bei uns und mit uns sein wollen und nicht neben uns und gegen uns leben wollen. Mhm. Und das muss auch die positive Ansage sein mit einer Willkommenskultur für die, die wirklich was einbringen wollen. Aber wer legt fest, wer zu uns passt und wer nicht zu uns passt? Legt Herr Scheuer. Herr Seehofer fest oder Frau Merkel?
Nein, wir haben ja bestehende Regeln. Also von daher sind ja die europäischen Grenzen sind doch offen. Schauen Sie sich mal die positiven Salden der Zuwanderung an, die Herr Oppermann ja auch beschreibt. Mhm. Da erwarte ich aber auch von jedem Spanier, dass wenn er bei uns ist, sich natürlich das Interesse erst einmal ist, sich zu integrieren. Genauso wie ein Deutscher, der bei VW in Portugal arbeitet, wird auch wahrscheinlich das große Interesse haben, in der Gesellschaft stattfinden zu können, nur mit Sprache. Und also ich sag mal, ich habe heute gelernt, der Herr Ramelow ist ja erst 100 Tage im Amt, aber er spielt jetzt schon den Tsipras aus Thüringen, ja, mit seinen richtig populistischen Aussagen. Ja, jetzt muss er mal richtig bayerisch holzen und dann wird Deutsch gesprochen in Bayern. Sehen Sie? Also, wissen Sie, dass jetzt die Linkspartei jetzt der Griechenlandhilfe zugestimmt hat, da kam ein Brief aus der thüringischen Staatskanzlei, die Linksfraktion noch mal motiviert hat, auch jetzt für die Parteibrüder in Griechenland mitzustimmen. Ja, ich wollte nur noch ein kleiner Aperçu, wenn wir eigentlich wirklich... Eine Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland oder nicht? Wir haben Einwanderung, das ist Realität. Aber wir sind kein klassisches Einwanderungsland, Herr Oppermann. Sind wir denn Die Historie ist eine ganz genau andere. Die Historie ist anders. Aber wie ist es heute? Dann, wenn Sie dort arbeiten. Ja, machen Sie doch mal eine schöne Wirtschaftspolitik, Herr Ramelow. Dann bleiben auch Ihre Leute in Thüringen. Interessant. Sie sagen, wir sind kein Einwanderungsland? Wir sind kein klassisches Einwanderungsland. Und wenn wir klassisch mal weglassen? Ein atypisches Einwanderungsland. Ja, wir haben Einwanderung. Das bestreitet doch keiner. Wollen wir Einwanderung? Wir sind nicht vergleichbar mit Australien und Kanada. Herr Oppermann, Sie haben doch gerade die Zahlen gesagt. Natürlich haben wir mit 1,2 Millionen Menschen, die zu uns kommen, Einwanderer. Freuen Sie sich darüber? Ja, natürlich freue ich mich über die was leisten wollen. Aber wir haben genauso über 60% abgelehnte Asylbewerber, die wir aber auch wieder zurückführen müssen, weil das ist auch Rechtsstaat. Sie waren ja auch innenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Würden Sie sich denn über Herrn Tsipras freuen, wenn er einwandern würde? Ach. Er ist doch auch EU-Bürger. Ja, er ist schon, wenn er sie besuchen möchte, bald wird er keinen Job mehr haben in Griechenland, weil die alles in den Ruin führen als sozialistische Regierung. Ja? Und dann hat er ja sicherlich eine wunderbare Staatskanzlei in Thüringen, wo er wirklich schon sehr im Wahlkampf. Ja, Sie haben noch den Zwischenruf gemacht. Wir wollten uns fragen, wie reich wir eigentlich durch Ausländer werden, ob und wer in dieses Wirtschaftswunderland kommt. De facto kommen beide. Es kommen die Fachkräfte und es kommen die Flüchtlinge und offensichtlich müssen wir uns beide um beide nach wie vor viel besser kümmern. Wir müssen an der Stelle einen Punkt machen, weil Markus Lanz schon in der Spur ist. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese Diskussion. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. 22:15 Uhr. Bleiben Sie heiter irgendwie.